those subwoofers, dude. And check this out. Ja, servus Leute und willkommen bei uns. Ja, Players Nick und Quadox aus dem Austrian Gaming World. Ich sag auch hallo. Wir spielen zusammen, ihr wisst das, unser Let's Play Teil 14 von unserem Koop. Ja. Gameplay von LEGO The Minifigures Online, die Open Beta, und ich würde mal sagen, du kannst es eh kaum erwarten, du bist schon drinnen. Ich bin schon drin, Alter, ich hab schon geklickt. Ja. Zum Space. Ja, ich kann es kaum erwarten, ich freue mich so auf den Part, schau, dass den Ladebildschirm schauen, da bin ich echt gerne mal 10 Sekunden im Ladebildschirm und schauen wir das alles an, das ist herrlich. Diese Raumstation, die Anzüge, Wahnsinn, das sind wir schon da. Dieser Zug auch. Maglev Train, ganz futuristic, und sein Space Dock. Ein Traum, das Spiel. Ja, jetzt muss ich sagen, ist der Ladebildschirm aber schon so lange, dass ich fast wieder einen Zorn krieg. Also bei der Let's noch? Ja, kann sein, vielleicht, dass mein Spiel sich aufgehangen hat. Nee, bei mir lässt auch immer so lange. Ich bin schon drinne und hab gedacht, du bist schon dabei. Ist leider noch nicht. Egal, ich bleibe, warte ich hier halt einen Moment. Der Typ sagt irgendwas, ich dachte, du... Jetzt bin ich da, wunderbar, schau, ein Wahnsinn. Er hat's geschafft, ich bin beim Raumschiff am Space Dock, herrlich. Und da sind schon. Listen up, the Shadow Centurions have smashed our outer defenses, but they have not smashed us. Okay, und wir joinen jetzt quasi den Soldaten, dem Space Command, und holen uns die Space Station zurück, liebe Freunde. Und da bin ich froh, dass ich den Angriff anführen darf. Bam, Alien Avenger Kostüm an und los geht's. Genau. Holen wir sich die Station, Nick. Da sind die Solar Panels schon. Super, diese Technologie. Bin ich voll dafür. Und yeah! Da. Wie geil ist das? Ich brech Mega. Ab. Cool. Weiß nur gar nicht, gegen was wir eigentlich kämpfen. Hier kann man alles noch zerstören. Ja. Ich rück vor, taktisch gleich. Zur Raumstation. Ja. Die Research Station. Und damit in die quasi Quest? Müssen wir wieder. Ach, da sind schon die Gegner. Das sind die Gegner. Yes. Kommt's alle her. Und hilf mir da mal aufbauen. Da in der Ecke kann man aufbauen. Okay. Gut, wo geht's weiter? Ah, da gibt's noch Punkte. Da hoch müssen wir. Er sagt, hey Rookie, get out of here. This is no place for civilians. Okay, na dann. Bitte. Okay. Ich wollte euch ja helfen. Dann ich gehe mal weiter einfach. Ja, ich bin schon weiter. Also es gibt verschiedene Gegnertypen. Einer, der schlägt mit einem Schwert und der andere schießt. Beide aber nicht zu verachten, gehen eigentlich beides sehr gut ab. Ja, und beide werden verlieren gegen den Alien Avenger einfach. Schau, wie sie ihm unterliegen, denn die Blasterwaffe können die nichts machen mit ihrem Schild. Der Quantum Shield Device. Oh, und den hier noch. Bauen. Perfekt. Da müssen wir allerhand zusammenbauen. Ich glaube, das ist eigentlich die Quest, dass wir die Sachen wieder zusammenbauen, weil wir müssen sie ja zurücknehmen, unsere genau. Untersuchungsstation. Oder gibt es noch Sterne? Wer weiß es? Wer weiß es? Ja, Gegner Linus, hat keine Chance. Oh, die geben auch ganz schön viel EP, muss man sagen. Da müssen wir aber wieder bauen. Oh, ich werde beschossen. Okay, ich muss aufhören zu bauen. Ja, wenn man Building nicht geskillt hat, geht das langsam.
So, den klappt ich jetzt hier voll. Und down ist er. Perfekt. Jawohl, zu zweit geht es um einiges schneller. Und Mission complete. Mit einer Blaster Gatling Gun. Wahnsinn. So, dann müssen wir darüber weiter. Ja, wunderbar. Da haben wir noch was zum Zerstören. Gut, ich springe da gleich mal weiter. Bam! The Shadow! Centurions are breaking through. Move, move, move. Okay. Ja, ja, die brechen durch. Das ist nicht gut. Brauchen wir Schraubenschlüssel mal ein bisschen was über den Kopf, glaube ich. Kommt her, bam. So. Das haben wir alle erledigt. Und da hinten geht's gleich weiter. Ja, du sagst, du Asteroidenfeld. Geht's dann zur Station wahrscheinlich. Kommen noch einige Asteroiden, wie es aussieht. Und da gibt's auch so Blasterkanone. Wow. Im Moment finde ich das Space eigentlich gar nicht mal so interessant, wenn ich ehrlich bin. Also bis jetzt sieht man eigentlich nur Gegner und ein paar Sachen halt, wo zerstört sind. Ich weiß nicht, ich hoffe, mir doch das ist nicht. Ich hoffe, das wird ein bisschen interessanter noch. Ich finde das schon cool mit dieser Energiewende und den Blaster-Sachen und den Aliens und den sehr cool, aber es ist im Moment eigentlich immer noch das gleiche, nur mit schwierigeren Gegnern. Mal gespannt, was da noch alles gemacht wird jetzt. Was wir überhaupt hier dann machen sollen, wer der Endgegner ist. Ja, jetzt müssen wir mal die Station zurücknehmen, dann wird sich sicher so ein Endgegner etablieren und ja. Und die Kanone hier. Und gleich die hier. Boah, schönen Lag gerade gehabt. Wahnsinn. Also den hier besiegen, der mit dem roten Ding. So, jawohl. Besiegt. Super. Haben wir noch einen. Auch gleich aufs Maul. Ja. Ja, wer wollte nicht Motorrad fahren, schon mal auf einem Mond, wo die Schwerkraft ganz gering ist. Oder auf einem Asteroiden halt noch. Ah, cool. Keine Chance, absolut keine Chance. Wir lassen ihn auch mal keine Chance. Schraubenschlüssel gegen Schwert. Da geht's gleich weiter.
Und die Quest haben wir auch erledigt. Perfekt und Level 16 erreicht. Ja, viel gibt es da unten auf jeden Fall nicht mehr. Da geht's weiter. Quest ist erledigt. Ja, weiter Richtung Space Station. Würde ich aber mal ganz kurz sagen, dann warten wir hier mal einen Moment. Wenn es geht gerade, wenn der Kampf gerade zulässt. Ja, den müssen wir noch besiegen hier. Da hinten glaubt noch was. Ja, was willst du machen, Alter? Kurz meinen Charakter wieder skillen. Ja. Ich bin jetzt Level 16 und wollte schon ein paar neue Features da einbauen. Gut, dann warten wir hier mal kurz, dann machen wir das mal. Zack. Ja, spring dir lieber in Sicherheit. Du stehst da beim Spawnpunkt, das ist keine gute Idee. Attack Moves, fast. Machen wir. We take less damage. Find more Power-Ups. Ne, die Power-Ups, die sind. Take less damage. Da lassen wir es mal so am besten. Ja, ich skill auch eins nach dem anderen einfach. Ganze Armee schicken es gegen uns. Weil sie uns schon fürchten. Ja, echt krass. Ja, die haben schon den Funkspruch bekommen. Hey, die zwei Wahnsinnigen kommen. Achtung. Es kommt sogar jemand dazu. Die Heat. Oder Head. Ja, Heat, ja. Ja. Oh. Und jetzt wird wieder geredet. Dann war wieder vor. Ja, sagt eigentlich, sind das professionelle Leute, die das eigentlich unter Kontrolle haben. Und ja, im Endeffekt hat er Angst und rennt weg. Okay, in der Biosphere sind wir jetzt. Und wir müssen ein DNA-Sample beschaffen. Eine Probe nehmen. Eine DNA-Probe. Okay. Da pflanzen jetzt die Gießen oder spucken. Ja, alles genetisch verändert noch. Ja. Ja, stellen Sie sich einfach vor, das ist der Garten von Monsanto und schießen alles nieder. Einfach. So, dann geht's gleich darüber. Ja. Immer Richtung Norden, hat ein Freund von mir gesagt, wenn ich gefragt habe, wohin. Er hat gesagt, immer Richtung Norden. Oh, Explosionen überall. Alles sind da Bäume und Pflanzen, die schießen. Bienen. Aufgeräumt. Ja,
So, und da noch eine Pflanze. Bauen. Punkte everywhere. Haben ja wir auch die Brocken davon, jetzt gibt's wieder einen Trank. Haben wir überall die Proben ein. Da hängt gerade ein bisschen, liegt an den Frames. Gut aus. Ja, okay, doch. Bei mir ruckelt's aber auch ein bisschen, das liegt am Server. Bei mir fällt es gerade immer wieder so auf 18 Frames. Ja, es liegt am Server. Ich weiß nicht, bei mir fällt es nicht runter, aber es laggt halt. Okay. Okay, da haben wir einige Proben schon gefunden. Ja, da gibt's viele, wenn man die Sachen zusammenbaut, da gibt's viele von den DNA-Proben. Okay. Da hinten wieder volle Action. Ja. Geht's ab. Also sorry Leute für den Lex, ich guck, dass im nächsten Part es ein bisschen weggeht. Aber ich weiß leider nicht, an was es liegt. Wenn es an Server liegt, kann ich halt auch nichts dran ändern. An der Server Natur. Bald haben wir es geschafft. Ja, so ein Gemetzel, bis man da alles hat. Da sind wahrscheinlich noch welche, wenn man da zusammenbaut. Ja, ich habe jetzt auch gerade was zusammengebaut. Jawohl, da krieg ich gleich 3, das ist schön. So, da drüben liegen auch noch welche. Da haben wir es auch gleich geschafft. Und geschafft. Also ich bin soweit, wer soweit? Ja, ich noch nicht. Ich glaube in der Zeit mal wenigstens mein Charakter skillen, deswegen laufe ich mal ein Stück zurück. You get a damage boost from... ja, perfekt. Ach gut dann. Thank you.
Ja, jetzt habe ich es auch geschafft, ne? Perfekt, dann können wir ja weiter. Puh. Ah, da drüben liegen noch ein paar Punkte, die sammle ich noch schnell ein. Diese Aliens da, was uns angreifen. Kommen aus die Eier auch raus, cool. So, oh, da sind wir jetzt auch schon weiter. Ja, ich würde sagen, hier beim Biodom, ne, machen wir mal Schluss und sehen uns das nächste Mal wieder. Gar nicht mal schlechte Idee. So, Leute, wie immer könnt ihr einen Daumen hoch hauen, abonnieren, favorisieren. Dann würde ich sagen, sieht man sich im nächsten Part wieder, genau hier. Bei Lego Mythicus mich auch, ja. Online. Austrian Gaming World out, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, bis zum nächsten Mal und haut rein.